Das hier ist ein historischer Ort, an dem die Geschichte der Freien Universität begann. Dieses Haus hier, jetzt ein Standort unseres Fachbereichs Rechtswissenschaften, war das erste Gebäude der Freien Universität und auch das einzige Gebäude in der Gegend, das hinreichend intakt war. An dem Anfang hat eigentlich alles gemangelt. Die Studierenden und die Lehrenden haben selber Stühle und Tische mitgebracht. Papier war knapp. Es gab auch nicht genug Wohnraum, aber es gab eigentlich auch nicht wirklich genug zu essen. Dennoch hatte die Freie Universität von Anfang an eine große Anziehungskraft. Und sie hat sich, auch mit großer Unterstützung von Geldgebern aus den Vereinigten Staaten, sehr schnell zu einer der wichtigsten Universitäten Deutschlands entwickelt. Einige der Gebäude aus der Gründungszeit sind inzwischen ikonisch für die Freie Universität. Und dazu gehört eben auch der Henry-Ford-Bau hinter mir. Deswegen war auch völlig klar, dass wir unser Gründungsjubiläum hier am und im Henry-Ford-Bau feiern müssen. Los geht's, los starten wir im Festmonat Juni und am 1. Juni dann mit einem Festakt im Henry-Ford-Bau. Hier auf dem alten Campus zwischen der Veggie-Mensa und dem Henry-Ford-Bau werden wir feiern. Da gibt es dann Cocktails und Foodtrucks und was zu essen. Letztlich eine große Party. Machen Sie mit, bringen Sie wie die ersten Studierenden Ihre Decken oder Stühle, dann machen wir daraus ein großes Picknick auf dem Campus und feiern. Ein nächstes großes Event richtet sich insbesondere an Sie, unsere Studierenden. Ein Konzert, nicht hier auf dem alten Campus, sondern drüben an der Holzlaube, bringt eine junge Künstlerin noch vor den großen Festivals des Sommers auf unsere Bühne. Open Air und natürlich eintrittsfrei. Das ist unser Geburtstagsgeschenk an Sie, an euch. Merken Sie sich dann unbedingt auch den 17. Juni, da feiern wir die lange Nacht der Wissenschaften mit mehr als 200 unterschiedlichen Angeboten auf dem Campus der Freien Universität. Weiter geht es dann am 26. Juni. An dem Tag jährt sich die berühmte Rede von John F. Kennedy hier in Berlin zum 60. Mal. Da jährt sich auch zum 60. Mal die Rede, die er hier an der Freien Universität gehalten hat, über die Citizens of the World, die von der Freien Universität kommen sollen. Im Festmonat Juni wird es auch viele weitere Events für jeden Geschmack geben, von Podiumsdiskussionen über K-Pop, einen Tanzwettbewerb bis hin zu weiteren Jubiläen, etwa dem unseres Sprachenzentrums. Schauen Sie einfach mal nach auf unserer Webseite zum Festmonat. Zum Ende des Festmonats geht es dann nochmal richtig rund. Da geht es rund um den Campus hier in Dahlem mit dem großen Campus Run. Alle, die da mitlaufen wollen, sollten vermutlich jetzt schon mit dem Trainieren beginnen. Und nach dem Campus Run im Zielbereich gibt es dann die große Party, das Sommerfest, wo wir alle feiern. Wir alle heißt dann die, die mitgelaufen sind und alle, die nur einfach Lust haben aufs Feiern. Die gemeinsame Party 75 Jahre Freie Universität. Ich freue mich auf Sie.